15,4 Millionen Inventory wert. Alright, Leute, willkommen zurück zu Case Clicker. In der letzten Casino-Folge habe ich euch ja gezeigt, wie es aussieht, wenn man 12 Millionen Tickets auszahlt. Da kriegt man eine 1,7 Millionen Inventory mit massenhaft Items. Aber kommt, Leute, 12 Millionen, das war ja auch nicht die Rede wert, oder? 12 Millionen sind so Peanuts, da kriege ich ja in einem Tag zusammen. Ich präsentiere euch satte 146 Millionen Tickets. Oh ja, das sind knapp 15 Millionen Inventory, die ich bekomme, wenn ich das hier auszahlen lasse. Und ich spiele jetzt noch ein paar Casino-Folgen, beziehungsweise Runden, damit ich auf die 15 Millionen komme, beziehungsweise auf die 150 Millionen Tickets. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Wenn ihr genauso viele Tickets haben wollt, schaut mal in mein Video rein, wie man Davon rede ich, Leute. Davon rede ich. Manchmal hat man richtig Glück und man kriegt sofort den nächsten Zug, beziehungsweise zweimal hintereinander. Und theoretisch müsste ich jetzt nur noch schwarz oder rot richtig tippen, damit ich das bekomme. Aber ich werde wahrscheinlich weiterhin auf grün gehen. Ich werde wahrscheinlich ein Fehler sein, weil ich hätte jetzt einmal schwarz oder rot richtig machen sollen. Und ihr seht es. Ihr seht es. Der Luck ist real. Der Luck ist real. Dreimal hintereinander grün. Ab und zu mal passiert das. Und deswegen kriegt man immer mehr Tickets, als man eigentlich ausgibt. Manchmal verliere ich irgendwie 10 Millionen oder so, ohne jemals grün zu kriegen. Aber dann gibt es Phasen, da kriege ich dreimal grün hintereinander. Sogar manchmal viermal. Und da, wo man viermal kriegt, dann kommt man wieder auf den alten Stand zurück. Und dann hat man wieder, kann man hoffen, dass man vielleicht noch mal ein paar Mal grün kriegt, damit man höher kommt, als man am Anfang ist. Wie gesagt, schaut mal in mein altes Video rein, wo ich euch die Taktik zeige. Im Prinzip müsst ihr eigentlich nur immer grün gehen mit eurem Maximalwert. Es ging jetzt schneller als gedacht. Ich dachte, ich kann ein paar Casino-Folgen bzw. Runden spielen, bevor ich hier auf 150 Millionen komme. Aber jetzt ist es soweit. Wir lassen uns 150 Millionen auszahlen. Und jetzt sehe ich auch ein Problem. Jetzt sehe ich auch ein Problem. In der neuen Version hat er es rausgenommen, dass man sich seinen ganzen Wert auszahlen lassen kann. Bist du scheiße, Mann. Wie lange soll ich 151 Millionen auszahlen, wenn ich immer nur eine Million auszahlen lassen kann? Machen wir wieder eine Bestandsaufnahme. 5.900 Items habe ich. Ich habe ja meine Spielspanne von 12 Millionen Tickets wieder geladen. So viele habe ich. Ich habe in den Statistiken, habe ich wie viel? Da. 490.000. Ist ja prickelnd. Und jetzt muss ich hier stundenlang, eine Million lang auszahlen, bis ich diese 151 Millionen kriege. Ja, das wird dauern. Ich laufe in ein kleines Problem. Und zwar produziert das viel zu viele Items, was ich gerade hier mache. Bin ja schon fast bei 10.000 Items und ich habe nicht mal die Hälfte. Ich habe nicht mal ein Viertel. Das kann ein sehr großes Problem sein, weil das Spiel ist nicht ausgelegt für so viele Items. Mal gucken, ob ich überhaupt 50 Millionen ausgezahlt kriege, weil das ist aktuell kacke. Na, wie verbringt ihr euren Feiertag? Ist schön sonnig heute, ne? Schönes Wetter hier. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als über eine Stunde lang verfickte Tickets auszuzahlen. Guckt euch das an. Da. Eine Stunde lang Ticket. Eine Stunde lang ratter ich hier gerade. Und das dauert. Es dauert immer länger. Am Anfang ging es noch recht schnell. Man hat draufgeklickt, bevor kamen die Items. Aber desto mehr man auszahlt, desto langsamer wird das. Ich traue mich nicht mal auf Equipment zu drücken. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Vielleicht explodiert das Handy, vielleicht stürzt mein YouTube-Kanal ab, keine Ahnung. Oh, das hat so lange gedauert, ey. Die letzten 500.000. Ich habe es geschafft, Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir auf Equipment drücken. Und ich habe ehrlich gesagt Angst davor. Das Spiel ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass man so viele Items besitzt und dass man überhaupt so viel Inventory hat. Tada, null Tickets. Holy shit. Ich will mein Inventory angucken. 15,4 Millionen Inventory wert. Auf einem Schlag. Na, vielleicht eine Stunde Schlag. Diesmal war es nicht auf einem Schlag. Diesmal musste ich eine Stunde lang. 34.000 Items habe ich. Das sehe ich jetzt schon. Durchschnittlich 441 Dollar. Heilige Scheiße, ist das viel. Wir klicken auf Equipment. Und das wird auch wieder ewig dauern. Mit 8.000 Items hat das schon ewig gedauert. Das hat, keine Ahnung, ein paar Sekunden gedauert. Ich habe jetzt 30.000 Items. Das wird locker eine Minute dauern, vielleicht länger. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das System ist überhaupt nicht drauf ausgelegt. Und draußen spielen die Leute. Es ist so ein schönes Wetter. Ich schwitze hier. Mir ist so fucking heiß. Die Tür ist zu. Ich sitze in dieser Brutkammer. Rechter läuft. Die Lampe läuft. Und ich muss hier eine Stunde lang Tickets auszahlen. Und, come on.
Zeig es mir. Zeig es mir. Es hat lange genug gedauert, das alles auszuzahlen und ich will es jetzt wissen. Über eine Minute ist um und ich habe keine Ahnung, was passiert. Ist das Ding abgestürzt? Das dauert so lange, ey. Oh, es hat nur 3 Minuten gedauert, um an das Inventory aufzulisten. Holy shit. Ich sehe schon so viele neue Crimson Webs. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, Pi mal Daumen, 12 neue Crimson Webs. Nicht hammer viel für 15 Millionen, aber das ist sportlich. Das ist sportlich, was ich hier habe. Ach nee, da kommen noch weitere. Zwischendrin waren noch, listete ein paar von mir auf, die ich schon hatte, und dann kommen wieder neue. Ich habe keine Ahnung, wie viele neue das sind, aber es sind viele. Holy shit, das leckt. Das Spiel ist unerträglich langsam geworden. Ich würde mal sagen, GG, well played, get wrecked. Ich habe das Spiel vernichtet. 15 Millionen Items, beziehungsweise Inventory, ist einfach nur der Wahnsinn. Kann ich das jetzt irgendwie in CSGO umwandeln? Das wäre echt nicht schlecht. Könnte ich gut gebrauchen. Ich würde mich auch nur mit der Hälfte zufrieden geben. Ich will ja nicht gierig sein. Alter, ist das krass. Muss einen Weg finden, diese Items irgendwie auf mein Tablet zu kriegen, damit ich mit euch traden kann. Weil dann kann ich euch so viele Items... Obwohl, nee, ich will gar nicht... Wisst ihr, wie lange das dauert, das Inventory jetzt aufzurufen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Unerträglich langsam. Aber ich habe eine Mod... Ich habe nicht mal so viele Hauls bekommen, ne? Habe ich gerade gesehen. Jetzt nicht wahnsinnig viel. Ehrlich gesagt habe ich jetzt durch die 15 Millionen da... Was ist passiert? Es ist so langsam. Alter Falter, 15 Millionen. Aber es hat keinen Grund, noch mein Inventory jetzt weiter zu vergrößern. Aber Online-Jackpot. Online-Jackpot wird sowas von gespielt. Ich schmeiß da so viele Items rein und das... Die Leute können alles haben. Ich will die alles in gute Crimson Webs umwandeln, was weiß ich nicht. Ja, Leute, so sieht es aus, wenn man 15 Millionen, 150 Millionen Tickets umwandelt. Man kriegt eine Menge Items und eine Menge Stickers. Ich hab auch unendlich viele Sticker bekommen. Guckt euch das an! Guckt euch das an, wie viele Masterpieces, ey. Da, eine Reihe nach der anderen. Das ist so pervers, wie viele Items ich bekommen habe. Noch perverser ist die Performance, die ist beschissen. Schaltet rein in das Video, wenn ihr wissen wollt, wie ihr 150 Millionen Tickets machen wollt. Hinterlasst einen Daumen hoch für jedes Item, was ich dazu bekommen habe. Also ich will 30.000 Likes, bitte. Und wie gesagt, wir werden Online-Jackpot sowas von rocken. Ich werde da sowas viele Items reinschmeißen, solange ich mein Inventory aufgerufen bekomme. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Bis mein Equipment aufgeht, ist wahrscheinlich die Runde vorbei. Das ist meine Befürchtung. Ich hoffe es mal nicht. Wenn das wirklich so ist, muss ich mir was Neues überlegen. Auf jeden Fall, reinschalten und gib mir Flosse. Flop.